Too original. Too original. We're perfectly true. Meine Lieben, herzlich willkommen jetzt zu My Little Pony und zur 8. Staffel bereits. Das ist irgendwie unheimlich, wie weit wir sind. Ja, meine Lieben, ich habe einen Ohrwurm, man hat es vielleicht eben schon gehört. Falls ihr euch fragt, woher kommt bitte dieses Lied? Dann guckt euch doch gerne das letzt erschienene Video an von My Little Pony, welches am Montag kam. Dann wisst ihr, woher das kommt. Meine Lieben, ja, wir sind bei Staffel 8 angelangt. Ich weiß gar nicht, was das hier im Hintergrund ist. Es ist zwar 0-0, aber ich habe es so eine Millisekunde nur ablaufen lassen, um zu gucken, was für ein Bild hier ist. Ich habe keine Ahnung, was das hier gerade sein soll. Ich bin gespannt, meine Lieben. Ja, Staffel 8. Wir gehen mehr und mehr dem Ende zu. Auch hier ganz kurz einen Hinweis möchte ich euch nochmal zugeben. Oder nochmal kurz mitgeben. Nummer 1. Nochmal vielen Dank an die Zuschauerin. Ich will den Namen aus der Mail nicht direkt sagen, weil ich glaube, das ist ja der richtige Name oder so. Deswegen vielen Dank, dass du das ermöglicht hast, dass wir Staffel 8 und 9 gucken können. Und Nummer 2. My Little Pony, der Film. Teil 2 ist ja gesperrt. Einige konnten den ja sehen. Manche Gebiete, da kann man den Film anscheinend sehen, wie das ja auch hier bei mir steht. Der wird auch noch auf einer anderen Seite erscheinen, weil ich möchte auch, dass jeder von euch diesen Teil gucken kann. Es wird dazu entweder ein Video geben oder eine Mitteilung im Community-Tab. Deswegen einfach da ein bisschen noch geduldig bleiben. Ich sag mal, spätestens nächste Woche sollte es aber dann soweit sein und dann teile ich euch mit, wo, auf welcher Seite ihr dann das Video, den zweiten Teil gucken könnt. Das hier noch mal kurz gesagt. Ja, mein Ranking ist offen. Ich freue mich auf die 8. Staffel. Jetzt scheint hier ganz so ein bisschen ungünstig die Sonne rein. Man sieht das hier so gerade anhand des Stuhls und des Greenscreens. Aber das soll mich nicht daran hindern, jetzt hier Staffel 8 mit euch hier gemeinsam zu gucken. Ich freue mich sehr. Die Folge heißt Die Schule der Freundschaft Teil 1. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen, ja, wir starten rein. Ich hab Bock. Das ist passiert, während wir weg waren? Wow, an all diesen Orten waren wir, um Equestria zu retten. Oh, Oh. in dieser furchtbaren Stadt wurden wir sogar fast verkauft. Die Piraten, die waren unglaublich. Filmanspielung. Wir über Bord werfen wollten. Und Berg Ares. Oh, Starlight. Wir haben wunderschöne Muschelketten. Wir War das gerade eine Anspielung, wie Pinky das reagiert hat auf die Rolle, die von Beatrice Egli gesprochen war? Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Aber oh, wie geil! Da merkt man wirklich, finde ich, und da muss ich sagen, Hut ab an die Macher von My Little Pony. Wenn man Staffel 7 jetzt guckt und man wüsste nicht, und ich wüsste auch nicht, ja, dank euch, dass noch ein Film dazwischen ist und ja noch diese beiden Specials, die wir gesehen haben. Und ich würde dann hier direkt schon nachgucken. Ich denke so, hä? Wo waren die denn? Ich habe das gar nicht gesehen. Habe ich was verpasst? Da merkt man wirklich, wie gut diese Specials sind oder die Filme oder was weiß ich, alles, was dazu gehört und wie gut das aufeinander aufbaut. Also Respekt dafür. Ihr? Wirklich? Und was war mit dem Einhorn, das Canterlot angegriffen hat? Tempest, ich habe sie nach Ponyville eingeladen, aber sie will die Niederlage des Sturmkönigs verbreiten und was sie über Freundschaft gelernt hat. Ob die Karte deshalb größer ist? Freundschaftsaufgaben jenseits Stimmt. Equestrias? Also ich hoffe nicht. Ich habe fürs Erste genügend lebensbedrohende Abenteuer erlebt. Wie viele Freundschaftsanfragen müssen wir wohl erfüllen, bis wir diesen Thronsaal weiter vergrößern müssen? Das schaffen wir gar nicht allein. Doch, aber sicher. Wir müssen nur diese Wand einreißen Nein! und malern. Nein, es gibt auf der Welt so Ich wollte viele gerade sagen. Lebewesen, die kaum etwas über Freundschaft wissen. Und wenn wir allen etwas über Freundschaft beibringen wollen, brauchen wir viel Hilfe. Vielleicht. Aber wo lernt man überhaupt etwas über Freundschaft? Hier, dort sollten alle hinkommen. Denn dort eröffnen wir eine Schule. Was? Eine Schule? Okay. Also, ich bin echt auf diese Staffel gespannt. Und ich weiß von vielen von euch, ach ja, meine Lieben, Prost auf die neue Staffel, ganz vergessen. Abenteuer mit
Und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde, seid ihr. Friendship is magic. Und ich weiß, viele haben für euch geschrieben, Staffel 8, mich die Beste. Glaube ich, habe ich gelesen. Und ich helfe dir, wo ich nur kann. Ich habe nur ein paar Fragen. Um wie viel Uhr fängt die Schule an? Das hängt davon. Wie lange dauert der Unterricht? Was ist mit Tests? Oh naja, das ist mit Projekten. Das ist eine sehr... Du setzt Plätze oder nach Wahl. Zu unstrukturiert. Oh, Twilight, du warst meine beste Schülerin. Wenn irgendjemand all das weiß, dann ja wohl du. Es ist ein großer Unterschied, ob ich zur Schule gehe oder eine leite. Es gibt ja keine huffesten Regeln. Eigentlich gibt es die. Das BVE-Handbuch gibt genau vor, wie man eine Schule zu BVE, leiten kann. BVE, was? Wie bitte, was? Den BVE kenne ich nicht. Sollte ich ihn kennen? Natürlich nicht. Du leitest zum ersten Mal eine Schule. Der Bildungsverband Equestrias ist ein Gremium gelehrter Ponys, das alle Schulen hier im Land beaufsichtigt. Auch deine Schule? Aber du bist du, Prinzessin. Nicht mal eine Prinzessin kann tun, was sie will. Spike hat wieder seine Stimme. Stimmt, das habt ihr mir auch geschrieben. Irgendwie, von wann war das? Staffel 5 bis 7? Kommt das hin? Und jetzt hat er wieder die Stimme, die wir auch von Anfang an in dem Sinne kannten. Ah, perfekt. Wenn sie junge Ponys erziehen soll. Der BVE muss beaufsichtigen, ob ein Bildungsverein Equestria sie das Wetter oder Erdponys die Landwirtschaft erforschen und ob alle Schulen denselben hohen Maßstäben genügen. Bevor du weitermachst, muss der BVE deine Schule genehmigen. Okay, Spike, dann müssen wir eine Präsentation vorbereiten. Nach allem, was wir schon durchhaben, wird das wohl nicht so schwer sein. Leider wird es... Okay, ich wollte noch mal eine Sache fragen. Und zwar hier Tempest, die wir ja im Film kennengelernt haben und wo Twilight eben gesagt hat, wir haben sie eingeladen, aber sie will jetzt ja die Niederlage des Sturmkönigs ja verbreiten. Sehen wir sie auch nochmal in der Serie? Würde mich echt interessieren. Ist wohl doch schwer. Hallo, mein Name ist... Prinzessin Twilight Sparkle. Ich bin Kanzler Naysay. Equestria hat dir viel zu verdanken. Okay. Ob Prinzessin oder nicht. Auch Prinzessinnen haben sich an unsere Vorschriften zu halten. Mhm. Ich denke, mein Lehrplan entspricht allen Anforderungen, Kanzler. Können wir darauf vertrauen, dass du dich an diesen Plan hältst? Oder lässt du die Schule unbeaufsichtigt zurück und galoppierst auf zu neuen Abenteuern? Oh. Meine Reisen in andere Länder haben mir gezeigt, dass dort die Bedrohungen viel größer sind als erwartet. Wenn wir Equestria schützen und eine gute Zukunft gestalten möchten, müssen wir die Magie der Freundschaft überall lehren. Jetzt schalt das so. Eine Schule für Ponys, in der sie lernen, sich selbst zu schützen. Eher eine Schule für Respekt und Kommunikation. Wir genehmigen sie. Alle Ponys sollten wissen, wie sie ihren Lebensstil verteidigen. Also, schön. Sollten die vorliegenden Pläne stimmen, wird vorläufig eine BVE-Genehmigung erteilt. Wir werden den laufenden Schulbetrieb begutachten und sie erst dann gänzlich genehmigen. Kommen Sie bitte zu unserem Freunde- und Familientag. Dann werden Sie die Fortschritte schon sehen. Ich bin gespannt. Ja, stark. Ja, geht das so ein bisschen jetzt in dieser Staffel darum, dass... Also, ich drücke das jetzt mal so aus. Ja, Twilight und, sag ich mal, die Main Six in dem Sinne sind ja jetzt... Oder Main Seven, je nachdem, wie man das jetzt sehen will. Aber, sind zwar in dem Sinne zwar erwachsen, aber ist das schon so dahingehend so eine Art, ich sag mal, Spoiler, in Anführungszeichen, dass die erwachsen werden. Wisst ihr, was ich meine? Also ist das so eine kleine Anspielung irgendwie schon darauf? Also man merkt es nur so vom Gefühl. Wisst ihr, was ich meine? Wow. Das ist die Schule? Meine Kleidung würde ich mich auch entsprechend fühlen. Nicht ein Kleid. Das wir unterrichten, dann denken die noch, ich sei eine Streberin. Die Schüler, wer
werden meinen Konfetti-Kanonenunterricht lieben. Ich bin eure Lehrerin. Ich hoffe, ihr gefällt es euch. Nun, aber falls nicht, ist das okay. Ich bin mir da echt nicht sicher. Es wird schon gut gehen. Alles, was diese Schule betrifft, fühlt sich gut an. Seht ihr, wenn Twilight nicht gestresst ist, müsst ihr euch... War das nicht gerade eine Skulptur, die Statue von dem... Ich komme nicht mehr auf den Namen, aber von dem aus der letzten Folge der 7. Staffel, die doch diesen, wie heißt das nochmal, diesen Schattenkönig doch besiegt haben. Dieser Ältere, war der das? Ich glaube. Doch keine Sorgen machen. Und du willst auch ganz sicher, dass wir die Schüler unterrichten? In Klassenzimmern? Der BVE legt deutlich fest, wie Schulen geleitet werden sollen. Wir tragen eine große Verantwortung und ich will, dass ihr euch alle an diese Regeln haltet. Keine Spaßkanonen im Unterricht, Pinky. Oh, nicht mal eine winzig kleine? Das ist vielleicht kein Abenteuer oder ein Kampf gegen das Böse, aber es ist eventuell das Allerwichtigste, das wir je getan haben. Ich kann ohne meine Freunde diese Schule nicht leiten. Darf ich also auf euch zählen? Natürlich, das kannst du, Liebes. Dann bin ich eben auch meine Streberin. Ich bin dabei. Ah, die Schule geht los. So viele neue Ponys. Was das angeht, ich habe vergessen, es zu erwähnen. Es sind nicht nur Ponys. Oh. Oh, für alle. Das kommt unerwartet. Finde ich schön. Wie Twilight ja selbst gesagt hat, eine Schule für jedermann. Für hat sie Integration gesagt? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall ja für Kommunikation. Und wenn das so alle sind, so wie zum Beispiel hier, weil ich jetzt gerade einen Drachen sehe, hier, wie heißt sie nochmal? Hier der Greif. Gilda der Greif. Die könnte da ja zum Beispiel auch hier hinkommen. Wirklich von überall her angereist, um auf unsere Schule zu gehen? Prinzessin Celestia hat mir bei der Akquise geholfen. Immerhin ist Freundschaft etwas, das wir mit allen Lebewesen teilen wollen. Und hier auch ein, Willkommen, wie heißen die nochmal? Wechselpony. Ich bin die Schulleiterin Twilight Sparkle. Bei der Vertrauenslehrerin Starlight meldet ihr euch an und bekommt eure Stundenpläne. Dann zeigen wir euch eure Unterkünfte. Wow, entschuldige, ich bin Sandbar. Gehst du auch hier zur Schule? Nein, ich wollte hier nur rumstehen und darauf warten, dass Ponys mich anrempeln. Gallus! Grandpa Graf? Was tust du denn hier? Bin den weiten Weg von Greifenstein nur für ihn hergeflogen. Für Gallus! Rainbow Dash, richtig? Gilda hat mir von dir erzählt. Du Gilda! Ich dachte, du wärst cooler. Ponys! Ach du Scheiße. Sie gehen auch in Ponyschule. Oh nein. Ihr müsst mir jetzt in die Kommentare schreiben. Ihr müsst wissen, diese Folge und auch die zweite Folge werde ich jetzt für mich heute aufnehmen. Die sind für euch relativ frisch. Ich werde dann vielleicht nur noch Folge 3 und 4 noch im Laufe für mich auch in dieser Woche noch gucken. Für nächste Woche. Aber ihr müsst mir in die Kommentare schreiben. Sind das alles Namen, die ich mir merken muss? Bitte sagt nein. Bitte sagt einfach nein, aber bitte schreibt es mir in die Kommentare. Muss ich mir diese ganzen Namen jetzt merken? Och, warum muss man sich jetzt ab Staffel 8 nochmal neue Charaktere merken? Please. Oh, bitte schreibt mir das in die Kommentare, bitte. Machen besser als ich. Jack freut sich schon auf alle Ponys. Will über Jack-Jackistan erzählen. Ich führe dich herum, bevor du noch alles zerstörst. Aber Drachen sind doch viel besser. Wieso bin ich hier? Weil ich als Drachenlord dir befohlen habe, hier zu sein. Hey, Spike! Das ist Smolder. Schön, dich zu sehen. Oh nein! Wer von beiden ist Smolder? Ocellus, was habe ich dir gesagt? Ocellus Smolder. Ocellus,
Bleib in deiner Form. Oh nee. Das gebietet die Höflichkeit. Entschuldigt, sie ist schüchtern. Was ist das? Gibt's doch gar nicht. Also, dass sich Ponys auch verwandeln können in, was bist du? Ein Wechselpony. Ponys verwandeln sich in Wechselponys? Nein, aber Wechselponys verwandeln sich in Ponys. Oh, das ist äußerst verwirrend. Aber cool. Ich bin General Seaspray und gehöre zur Königin Novus Marine. Ich begleite Königin Novus Nichte, Silverstream. Diese Schule ist unglaublich! Silverstream, oh Gott. Ich habe die meiste Zeit unter Wasser verbracht. Erst war ich ein Seepony, jetzt ein Hippogreif. Lange Geschichte, wie auch immer. Wow! Ist das ein Jack? Warte, Silverstream, ist das die von Beatrice Egli, die Rolle? Nee, oder? Unserer neuen Schule alle unterstützt. Bald könnt ihr mit uns den Freunde- und Familientag feiern, um die Fortschritte zu sehen, die unsere Schüler machen. Ja gut, bis dahin dauert es aber noch. Die Schule beginnen. Schule der Freundschaft, heute fängt sie an. Zeigt ein jeder hier, was er kann. Schüler kommen von nah und fern. Oh Gott, ich muss mir einen Namen merken. Ich seh's schon kommen. Schaut euch um, was ihr seht, ist erstaunlich. So mancher Traum wird hier wahr. Ihr seid dabei und entdeckt alles neu. Dass ich aufgeregt bin, ist doch klar. Keine Fehler, heute muss es gelingen. Glaubt an euch, den Erfolg steht's im Blick. So wie's im Buch steht, ist es recht. Schaut nur nach vorn, nicht zurück. Aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass das gut laufen wird. Ich weiß nicht, inwieweit diese Schule eine Rolle jetzt spielt in dieser Staffel, weil die letzte Staffel war es ja auch immer so, wieder ja auch so in diesem Kongress, sag ich mal, ja gesagt wurde, Twilight ist immer auf Reisen, unterwegs, Abenteuer, gegen das Böse ankämpfen, gehört alles mit dazu, anderen helfen. Jetzt in dieser Schule. Oh, guck mal, hier oben. Ah, wartet. Wartet. Da. Hier. Meine Maus war deaktiviert. Aufgrund von gewissen Videos, die noch kommen. Hier sind diese Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Zeichen der Freundschaft. Nee, was ich sagen wollte ist, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich habe gerade wirklich den Faden verloren. Ah ja, genau, die Schule. Ich frage mich, inwieweit die jetzt hier eine Rolle spielt, weil die ja immer geholfen haben und ob jede Folge jetzt irgendwie in der Schule abspielt und damit Problem mit den neuen Charakteren. Das frage ich mich. Oh, das sind hier die 9, oder? Diese 6. Haltet ein, denn so kommt ihr nicht weiter. Die Methode wird niemals was. Schnell mal nachgefragt, was unser Buch uns sagt. Komm schon, verdirb uns nicht den Spaß. Keine Fehler, heute muss es gelingen. Habt Vertrauen in euer Geschick. Richtet euch nach euren Büchern. Schaut nur nach vorn, nicht zurück. Die Gleichung, die Spaß garantiert schon in Sicht. Sie sind so gelangweilt, ja. Das wollte ich nicht. Wie lehrt man, dass Ehrlichkeit am längsten wert? Ich verstehe gar nichts mehr. Machen wir was verschiedenes in Freundschaft. Was ist das bloß? Es wär schön, wär hier mehr los. Wenn ihr keinen Spaß versteht, ja, das, jetzt kommen wir zu dem Problem, was man vielleicht so ein bisschen schon gedacht hat. Twilight will alles gut machen. Ja, alles schön und gut. Aber sie muss ihren Freunden sagen, findet ein Mittelding zwischen Beibringen und Spaß. Dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit mit an den Tag gebracht wird, dass die wissen, worauf es ankommt, Ehrlichkeit, Treue, Vertrauen,
eben ja eben die Theorien der Freundschaft und die Lektionen, die die auch alle in der in Staffel, jetzt muss ich mal überlegen, 4, ich glaube Staffel 4 war es, gemeinsam doch alle aufgestellt haben. Da haben doch, glaube ich, alle ja ins Tagebuch geschrieben, so in etwa. Ich glaube, das war Staffel 4. Ich hoffe, ich liege damit richtig. Weil 3 war es nicht und 2, glaube ich, ist zu früh, deswegen. Deswegen, sie muss die machen lassen und nicht alles korrigieren. Nö, ihr sitzt jetzt nur auf Stühlen und ihr bekommt nur Sachen beigebracht. Das ist der falsche Weg. Keine Fehler, heute muss es gelingen. Das macht keinen Spaß. Oh je, wird das was. Habt an euch den Erfolg stets im Blick. Schluss damit, wir wollen was nicht mehr. Was machen wir nur? Gerne sagen wir's nochmal. Spaß wird hier in jedem Fall. So wie es im Buch steht, ist es richtig. Großes Durcheinander über. Ist das jetzt Langeweile? Bin ich gelangweilt? Bitte, diese Ponys sind die Helden von Equestria? Sind sie wirklich? Immerhin haben uns diese Ponys vor dem Sturmkönig gerettet. Ach, haben sie ihn so gelangweilt, dass er aufgegeben hat? Unsere Lehrer sind irgendwie anders, als ich erwartet hatte. Pony-Schule Zeit verschwenden! In Jagdschule Jackerflechten lernen! Jackerflechten ist am besten! Gibt es irgendwas in Jagdjagistan, das nicht am besten ist? Ja! Moment! Nein! Jagd's am besten! Keine Krallen, keine Flügel, kein Feuer. Worauf bist du denn jetzt eigentlich so stolz? Wow, wow, wow. Moment! Hör auf, gegen Jonas' Liebe für ihr Land zu wettern. Okay? Oh, sind wir dir etwa nicht lieb und freundlich genug, Pony? War das Sarkasmus? Denn du warst ja nicht lieb und freundlich, oder? Vielleicht sind Drachen und Greifen einfach zu tough für Freundschaft. Jagd's tough! Jagd sind nur nicht gemein. Oh. Gemein, Tollpatsch. Okay, hört jetzt auf. Hört jetzt auf. Was geht denn bitte hier vor sich? Nur eine freundliche Diskussion über die Magie der Freundschaft unter Freunden. Alle Ponys, ich meine alle Schüler, geht in eure Klassen. Ich kann's nicht glauben. Sie streiten sich, aber sie sollen etwas über Freundschaft lernen. Hier läuft es eindeutig nicht nach den Regeln, so wie es Twilight geplant hat. Und es liegt daran, dass wir schreckliche Lehrerinnen sind. Ja. Seht es an, nee. Diese Schule wird so nicht funktionieren. Oh nee, warte. Die sind keine... Oh, ja, jetzt komme ich jetzt zu einer interessanten Szene. Die sind keine schlechten Lehrer, nein. Aber, ich sag mal... Jeder von denen, die jetzt hier sind, müssen ihren eigenen Impuls mit einbringen, um da, sag ich mal, den Schülern ihre Sachen beizubringen. Rarity von mir aus irgendwie hier, wenn ihr was mit Klamotten machen wollt oder Kleidung und so in dem Sinne, Pinky so eben Spaß und vielleicht auch Backen, keine Ahnung, vielleicht ein Backkurs zum Beispiel. Rainbow so ein bisschen auch so vielleicht sportliche Aktivitäten. Also ich sag mal, worauf ich hinaus will, jeder muss einen eigenen Aspekt mit einbringen, aber so, dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit mit bei ist, die Twilight auch möchte, aber auch eben ein Spaßfaktor. Weil, ja, in Realität, wenn wir das auf die Realität beziehen, ist das vollkommen ist das, finde ich, ein Unterschied von Tag und Nacht. Da muss ich sagen, da bin ich auf Twilights Seite. In dem Beispiel bin ich mehr auf der Seite von den anderen. Das ist hier der ganz große Unterschied. Ja, ich verstehe. Der Anfang ist wohl etwas holpriger als erwartet. Aber das ist okay. Wer bist du und was hast du mit Twilight gemacht? Alle Schulen in Equestria befolgen diese Regeln. Ja, solange wir das auch aber tun, wird alles gut. Vielleicht genau, wollte ich auch gerade sagen. Jede Schule. Warum probiert ihr nicht, und ich denke, dass wir jetzt auch hier Starlight sagen, warum probiert ihr nicht, ein bisschen anders zu sein? Ihr wollt doch, ihr seid doch eine besondere Schule. Hebt euch davon ab, denn ihr nimmt ja nicht nur Ponys auf, ihr habt ja Greifen, Drachen, Yaks. Also das sind ja, ich sag mal, alle Arten aus ganz Equestria. Und das aus einem bestimmten Grund. Hey, wer bist du und was hast du mit Twilight gemacht? Alle Schulen in Equestria befolgen diese Regeln. Solange wir das auch tun, wird alles gut. Vielleicht probieren wir doch
etwas Neues. Der BVE kommt heute Nachmittag zum Freunde- und Familientag. Sie müssen sehen, dass wir ihre Richtlinien befolgen. Auch wenn diese Richtlinien überhaupt gar nicht funktionieren? Dann müssen wir uns mehr Mühe geben und dafür sorgen, dass sie es tun. Twilight. Ein neuer Morgen, eine neue Chance, unsere Schüler zu inspirieren. Hey, Professor Dashs Unterricht ist doch da drüben. Wo wollt ihr denn hin? Ihr wollt doch nicht den Unterricht schwänzen? Doch, genau das wollen wir machen. Der Freunde- und Familientag. Ist doch erst nach dem Unterricht. Bleibt locker. Wir machen nur eine kurze Gehirnpause. Oh, das klingt ganz gut. Wir machen mit. Na schön, dann bin ich auch dabei. Nur um sicher zu gehen, dass ihr keinen großen Ärger macht. Ich glaube, mir diese 6 oder 7 Namen muss ich mir merken. Sehr lang, Angel. Professor Fluttershy, wir sind voll erledigt. Du meine Güte, was tut ihr denn hier? Euer Klassenraum ist doch dort. Ein Ausflug zum Thema Großmut. Ich will mit den Schülern zum See gehen, um unsere Spiegelbilder anzusehen. Oh, das klingt doch nett. Viel Spaß. Ja, dann schaut das. Ich nehme echt alles zurück, was ich über dich gesagt habe. Das war richtig cool. Danke. Warte, was hast du denn gesagt? Bist du sicher, dass sich alle an die Regeln halten? Meine Freunde kommen damit zurecht. Ich glaube aber... Versehen haben wir alle Probleme auch schon gelöst. Probleme? Eieieiei. Aber ich glaube, diese 6, da muss ich mir merken, oder? Ich muss mir die aufschreiben. Ich werde mir diese Namen so ad hoc nicht merken. Das muss ich mir safe aufschreiben. Kanzler Nacey, da sind sie. Ja, und ihr wirkt unvorbereitet. Gibt es Probleme? Probleme? Ha, natürlich nicht. Kommen Sie, wir führen Sie herum. Tja, aus diesen Grundspeien greifen Feuer, wenn sie sauer sind. Ach, Unsinn. Warte, oder doch? Nein. Wirklich? Greifen voller heißer Luft sein. Und Jags machen richtig gute Witze. Was sagst du jetzt? Und worin sind Drachen gut? In Wettkämpfen. Wer hat Lust auf ein Rennen? Rainbow Dash, wieso bist du nicht im Unterricht? Weil meine Schüler nicht da sind. Nicht da. Sie sind woanders. Im Loyalitätsunterricht. Ich wollte mir gerade einen Bleistift holen. Den brauchen sie, wo sie auch sind. Und ich weiß wo, denn ich bin ja die Lehrerin. Ja, richtig. Nun, Kanzler, wir haben ja noch mehr Klassen. Wir können... Folgen wir der Professorin. Ich bin sehr gespannt auf diesen Loyalitätsunterricht. Oh, scheiße. Wir wollen unseren Schülern einen Sinn für Loyalität anderen gegenüber vermitteln. Wir ermutigen sie zu großzügigen und freundlichen Taten. Wir wollten nicht die Einzigen sein, die diesen Ausblick genießen. Wir wollen, dass sie Freude zu schätzen. Aber die kommen ja schon gut miteinander aus, die 6. Herzlichen Glückwunsch, Jona. Du bist echt das Jona. Hast du gehört, Ocellus? Kannst du noch seltsamer sein als ein fliegendes Jack? Und in jeder Situation immer ehrlich sind. Ehrlichkeit ist unerlässlich. Prinzessin, laufen wir etwa dauernd im Kreis? Ups, ist das spät. Gehen wir zum See, zum Freunde- und Familientag. Es sind alle Schüler und Lehrer dort versammelt. Was ist denn das? Die Schule wird angegriffen! Ach du grüne Neune! Vielleicht war Schule schwänzen doch keine so gute Idee. Sag das doch nicht laut. Ein Akt der Aggression gegen Ponys? Es tut mir leid, Kanzler. Einige unserer Schüler hatten wohl etwas Unsinn im Kopf. Das sollen Schüler sein?
Aber du wolltest diese Schule eröffnen, um Equestria beschützen zu können. Um uns Ponys vor gefährlichen Kreaturen zu bewahren, die nicht unser Bestes im Sinn haben. Wow, jetzt. Eine Schule bringt allen bei, als Freunde zusammenzuarbeiten. Und woher willst du wissen, dass diese Wesen nicht das nehmen, was sie hier lernen und gegen uns einsetzen? Freundschaft gilt nicht nur für Ponys. Sollte sie aber. Einhorn denkt, Jacks brauchen Nein. Freundschaft? Vielleicht Jacks brauchen nicht Pony-Schule. Nun, dann gehen sie am besten schnellstens wieder zu ihresgleichen. Ihresgleichen? Smolder, wir gehen, sofort. Königin Novo wird auch davon erfahren. Die Schule wirkte eh voll öde. Nein, ich habe mich so auf diese 6 gefreut. Gut, die werden sowieso bleiben, aber... Wir wissen, dass uns nicht alle Ponys so sehen wie ihr. Wir sind es gewohnt. Nein. Ach, dieser Blöde. Prinzessin Celestia hat mir geholfen, diese Schüler zu bekommen. Wenn sie hört, dass sie die Schule schließen, weil... dein Unterricht nicht die BVE-Standards erfüllt? Was? Verantwortungslosigkeit. Unterricht wird geschwänzt. Ponys in Gefahr gebracht. Deine Schule ist eine Katastrophe. Hättest du an deine Schülerschaft höhere Ansprüche gehabt, hättest du so etwas vermieden. So oder so. Im Auftrag des BVE wird diese Schule hiermit nun geschlossen. Oh nein! Fortsetzung folgt. Okay. Ja, so viel also dazu. Meine Lieben, das war jetzt hier Folge Nummer 1 der 8. Staffel. Ich freue mich, wir sind in Staffel 8 und ich merke, ich glaube, ich muss mir neue Namen merken. Ich bin ehrlich, obwohl ich jeden Namen, glaube ich, einmal gehört habe, vielleicht sogar zweimal, höchstens nur, könnte jetzt keinen Namen nennen. Ja, das wird ja noch was. Ich hoffe, euch hat aber trotzdem diese Folge hier gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Wir sehen uns dann am Samstag zur 2. Folge und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Anpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.